und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute mal ein kurzes Erklärungsvideo zum sogenannten Star Wars Kanon. Im Internet lese ich nämlich immer noch, auch unter Star Wars Fans, sehr abstruse und einfach falsche Aussagen zum neu geschaffenen Star Wars Kanon von Disney. Aber erstmal zu Beginn, für die, die es vielleicht gar nicht einordnen können, was bedeutet Kanon überhaupt und was hat das mit Star Wars zu tun? Das Wort Kanon kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Maßstab oder Vorschrift. In Bezug zu Star Wars ist daher der Kanon die offizielle Geschichte, die sich durch das Star Wars Universum zieht. Viele von euch fragen sich jetzt vielleicht, warum braucht man sowas überhaupt? Wo ist der Sinn dahinter? Um euch die enorme Bedeutung eines Star Wars Kanons zu vermitteln, muss euch klar werden, wie viele verschiedene Star Wars Werke abseits der Filme es eigentlich gibt. Es gibt hunderte verschiedene Bücher, Comics, Computerspiele oder auch Serienepisoden über das Star Wars Universum. Vielleicht kennt ihr das ja auch mit anderen Filmuniversen. Ihr unterhaltet euch mit einem Freund über einen Film und während des Gesprächs meint euer Freund, dass der Held des Films gar nicht am Ende gestorben sei, sondern dass in Buch XY rauskommt, dass dieser überlebt hat oder so. Ihr achtet es als Schwachsinn und ihr meint, dass das Buch nicht gleichwertig zum Film sei oder sowas. Wahrscheinlich kennt ihr so Geschichten oder könnt euch zumindest hineinversetzen. Und genau deswegen ist ein offizieller Star Wars Kanon, also eine Richtlinie, die festlegt, welches Buch, welches Computerspiel, welcher Comic oder welcher Film historisch in Bezug zum Star Wars Universum von Bedeutung ist, unabdingbar. Unter George Lucas gab es ein mehrstufiges Kanonsystem, das ich euch hier im Video mal einblende. An oberster Stelle dieses Kanons standen die Star Wars Kinofilme, die Bücher zu den Filmen, die Filmskripte und das Wort von George Lucas. Darunter standen dann die Star Wars Serien. Das bedeutet jetzt in der Anwendung, dass jeder Inhalt von zum Beispiel der The Clone Wars Serie zur offiziellen Star Wars Geschichte gehörte, solange nicht im Widerspruch mit Aussagen aus der höheren Stufe stand. Und so geht das Konzept weiter. Die Inhalte der Bücher, die sich in der dritten Stufe befanden, waren so lange Teil der offiziellen Star Wars Geschichte, solange sie nicht im Widerspruch mit der Geschichte aus Elementen der höheren Stufe standen. Wie das mit den Stufen des Kanons jetzt weitergehen, könnt ihr gerne weiterlesen, aber gegenwärtig sind diese Stufen nicht mehr von Bedeutung, da sie durch ein neues Konzept abgelöst wurden. Wie die meisten wahrscheinlich wissen, hat Disney Lucasfilm und alle zugehörigen Star Wars Rechte aufgekauft. Ende dieses Jahres wird ja auch Episode 7 erscheinen, für die, die es nicht wissen. Disney sah sich aber mit einem Problem konfrontiert. Es gibt so viele Star Wars Werke, die sich auch trotz des mehrstufigen Kanonsystems widersprechen, teilweise auch einfach schlecht sind und Disney in der Weiterführung und Weiterentwicklung der Star Wars Geschichte und des Star Wars Universums einengen würden. Aufgrund dessen hat Disney am 25. April 2014 einen sehr einschneidenden Beschluss gefasst. Disney hat den Star Wars Kanon neu geordnet. Die damit gegenwärtig offiziellen Definitionen der Star Wars Geschichte blende ich euch mal hier ein. Das System wurde vereinfacht und es gibt jetzt nur noch zwei Stufen. Disney ist hingegangen und hat das komplette, aber wirklich das komplette erweiterte Universum, also alle Bücher, alle Comics oder Spiele in das Reich der Legenden verbannt und dessen Bedeutung der Star Wars Geschichte auf Null gesetzt. Zur offiziellen Star Wars Geschichte zählen jetzt nur noch die bereits erschienenen und noch kommenden Star Wars Filme, The Clone Wars und alle anderen Serien wie Rebels und der Großteil der Bücher oder Comics, die ab jetzt erscheinen werden bzw. schon erschienen sind. Dafür hat Disney eine eigene Institution gegründet, die sogenannte Lucasfilm Story Group, die dafür verantwortlich ist, dass sich alle künftigen Geschichten nahtlos und logisch in den Kanon integrieren lassen. Was bedeutet das jetzt für uns als Star Wars Fans? Leider müssen wir uns damit abfinden, dass egal wie spannend oder gut die Geschichten rund um Darth Bane oder Großadmiral Thrawn waren, diese für das Star Wars Universum keine Bedeutung mehr haben. Andererseits hat die Neustrukturierung von Disney auch immense Vorteile. Jedes neu erscheinende Star Wars Werk, mit gewissen Vorbehalten, insbesondere in Bezug auf Computerspiele, wird uneingeschränkt zur offiziellen Geschichte dazugehören und auch aufgrund der Qualitäts- und Logikprüfungen der Lucasfilm Story Group im Einklang mit allen anderen Werken stehen. Außerdem ist für Neueinsteiger jetzt der beste Zeitpunkt, ins Star Wars Universum einzutauchen. Disney hat nämlich alles auf Null gesetzt und die gegenwärtige Auswahl an zum Beispiel kanonischen Büchern ist noch sehr überschaubar. Somit bietet die Neuordnung des Kanons durch Disney sehr viel Potenzial und ich persönlich habe die Entscheidung ja sehr begrüßt. Natürlich gehen damit auch viele sehr schöne Geschichten verloren, aber das Wirrwarr, welches unter Lucas entstanden ist, war einfach kaum noch zu überblicken und gefüllt mit abstrusen und grauenhaft schlechten Stories.
Für einen kleinen Überblick zum momentanen Star Wars Kanon verlinke ich euch unten in der Beschreibung mal eine aktuelle Liste. Was ist eure Meinung zu dem Thema? Habt ihr vielleicht noch Fragen? Wenn ja, dann stellt diese einfach im Kommentarbereich. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und möge die Macht mit euch sein.